Hallo, herzlich willkommen, Leute, zu Bioshock, dem anderen Projekt von mir, dem Soul Train 154. So, wir singen hier, oder wir sehen hier, oder hören das, was ein weiblicher Splicer hier singt. Und mal schauen, wo sie denn steckt. Ach, guck mal, da ist sie auch schon. So, was haben wir denn hier? Verbandkasten? Ja, kleiner Pepriegel. Wer ist denn das? Andrew Ryan oder was ist das? Jo, sieht so aus. Oh, ist sie fertig? Mit Singen? Kann man sich an sie ranschleichen und dann ihr eine rüberbraten? Schauen wir einfach mal. Bin ich mal sehr gespannt, ob das geht. Tatsache. So weit, so gut. Hallo, ich bin genau hinter dir. Und das war's für dich. Die Plasmide haben alles verändert. Sie haben unseren Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Ja, die ganze Stadt geht zugrunde, sagte gute Atlas. Hoffentlich kommt das nicht so weit. Obwohl, eine Unterwasserstadt ist schon ziemlich cool. Kaschmir-Restaurant. Unterirdisch. Happy New Year 1959. Herrlich. Einfach nur herrlich. Also, dass man auf so eine Idee gekommen ist. Noch ein Verbandskasten. Da geht's runter, aber ich schaue mich mal ein bisschen hier oben an. Zeitungsstand. Kannst du den. Ich warne dich. Du warnst? Tu das lieber nicht. Gelbe Suppe. Bloß weg da. Was haben wir denn hier mit der Toilette? Ja. Das geht doch. Huch, na, da wollte ich eigentlich noch nicht hin. Erstmal schaue ich mich hier um. Ich warne dich. Ich bin total verspeist. Total verspeist. Brenda! Jetzt will mich bestimmt niemand mehr. Sag das du was nicht. Oh. Das ist unsere erste Aufnahme. Hören wir die uns mal an. Ups. Hallo? Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast 3 Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett ausgedrückt. Oh, wie das Wasser da die Wand runter rieselt. Sieht wirklich gut aus. Warne doch nicht. Warne ist doch nicht so toll. Was haben wir hier? Ah, das muss man auf jeden Fall doch mal ein bisschen üben. Das Erschießen. Na du? Mach endlich auf! Du bist das die ganze. Nicht doch. Charlie, wo gehst du hin? Das geht nicht! Dein Charlie ist jetzt weg. Den hab ich erledigt, würde ich mal sagen. Was machst du denn? Macht er irgendwas? Ich hab. Oh! Oh. Tu das nicht, Brenda. Oha. Sag mal. Sie ist aber hart gewesen. Na gut. Ich glaube, ich sollte aber doch lieber zur Pistole greifen.
Das wird mir ein bisschen zu kriminell mit diesen vielen Frauen, die da plötzlich Pistolen auch noch zücken. Jetzt nochmal Verbandskasten. Gott sei Dank. Ja, einsames Silvester. Oh, wieder mal Silvester. Wieder eine einsame Nacht. Ich will ausgehen. Du sitzt in Hephaistos fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke auf Diane McClintock, das dümmste Mädchen von Rapture. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Ja, schon dumm genug. Was ist passiert? Ich blute! Oh Gott! Was passiert hier? Du, wurde die gute Eise erledigt? Das ist aber richtig böse. Das ist aber richtig böse. Und hier, die Tür ist zu, wa? Nein, die ist offen. Verwundert mich ein bisschen. Aber warum nicht? Hier ist es ein bisschen dunkel. Wir haben so ein bisschen Angst im Dunkeln. Noch ein Verbandskasten. Noch ein bisschen Dollars. Oh, da war ein bisschen was gesoffen. Macht aber nichts. Das, so geht das ja schließlich hier. Ein bisschen Geld aufsammeln. $10. Damit gehen wir gleich mal Zigaretten kaufen. Nanu, ja, also da geht's nicht weiter. Hoffentlich kostet das überhaupt $10. Also, auch so eine Frage für sich. Wenn du einen Splicer im Wasser siehst, verpass ihm eins mit dem Electrobolt. Na klar doch. So, hier ist noch einer gewesen, oder? Tatsächlich. Sucky Splicer, $11. Wir sind jetzt ein bisschen reich. Reich sind wir jetzt ein bisschen. Nee, nee, tschetschenischer Wodka. Nee, lass mal lieber. Das haut nur die Füße weg. So hart sind wir dann auch nicht wieder im Nehmen, ne? Hände weg von meinem Kind! Wie bitte? Dein Kind gar nicht angefasst. Also so geht das nicht, ne? Ich hab dein Kind nicht mal angefasst. Also, jetzt wird's aber ein bisschen kriminell. So. Ja, wir folgen einfach mal jetzt dem Pfeil. Ja. Dann gehen wir mal hier durch. Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Naja, sieht aber sehr kindlich aus. Bist du ganz sicher? Die ist doch harmlos. Was macht sie da überhaupt? Was hat sie da in der Hand? Das ist jetzt die andere Frage. Naja, sie spielt halt gerne, ne? Also kann man ihr nicht verdenken. Gut, dann gehen wir mal runter. Vielleicht können wir ja noch Hallo sagen. Wäre auch eine Möglichkeit. Na nu, hier ist ja die halbe Treppe weggefressen. Mädchen schlagen, so geht das aber gar nicht hier. Uha. Bisschen, naja, ein harter Tobak. So ein Big Daddy. Hier, drücke Options, um dein Spiel zu speichern. Soll ich das lieber mal machen? Ich mache das mal einfach. Wir speichern erstmal dein Spiel. Und zwar, wenn du das.
So, Speichervorgang läuft. Hoffe, das müsste eigentlich so glatt gehen, wenn Big Daddy nicht auf uns zukommt, ne? Ist ja noch eine Leiche. Sehr schön, $16. Ich kann euch auf jeden Fall zum Essen einladen. Goldene Filmrollen. Du hast eine Folge von Kommentare des Regisseurs freigeschaltet. Spiele sie jetzt ab und oder schau sie dir später über das Hauptmenü an. Achtung, Spoiler! Die Kommentare enthalten eine ausführliche Diskussion der Geschichte einschließlich ihres Endes. Spieler, die Bioshock das erste Mal spielen, sollten zunächst das Spiel zu Ende spielen. Na, lassen wir erstmal, oder? Sollen wir es mal lassen? Puh, das ist ziemlich neu. Das hatte ich auch noch nie. Ja, sonst, naja, machen wir. Ups. War nicht so geplant. Entschuldigung. Dann lieber nicht, weil das könnte die ganze Episode verraten. Ach du Scheiße. Jemand wie du ist hier unerwünscht. Warum? Für den Besuch. Das hast du doch nicht zu entscheiden, Kleine. Aber also jetzt geht's los. Ein bisschen Kuchen. Ich düsel mal ein bisschen ab hier. Oha. Ich bin kein schlimmer Finger. Naja. Nimm's nicht persönlich. Läuft. Jetzt haben wir hier mal mit Leiche, genau. Die Spritze eingesammelt. Ehrlich, Spritzen sind immer ganz gut. Die liegen auch hier überall rum, so eine Spritzen. Wieso auch nicht? Oh, schönes Bild. Pick your plasmid and evolve. Überraschung. Naja, geht doch. $20. Noch eine E-Spritze. Oh, klick, klick, klick. Klick, klick, klick ist böse. So, eine Leiche eines Big Daddies. Die wollten sie wahrscheinlich ein bisschen ausrauben. Aber naja, kann passieren. Altruism is the root of all wickedness. Wieso auch nicht? Es läuft auf jeden Fall sehr schnell und flüssig, ja, ist auch ehrlich. Hier ist eine Vita Chamber. Danke. Sicherheitsalarm ausgelöst. Du Scheiße. Mach doch nicht sowas. Nimm mich! Nimm meinen. Was ist. Fass sie nicht an! Was? Sag mal, ich hab doch gar nichts gemacht hier, du. Da geht die Olle auf mich los, du. Naja. Na, selbstverständlich. Ich hab sie genossen. Das wird nicht funktionieren. Was? Nicht doch, nicht doch. Sag mal, wo sind die eigentlich alle? Wo versteckst du dich? Da ist ein, da ein Geschützturm ist da. Mal irgend so. Wo ist sie denn jetzt hin? Ist sie über mir, oder? Ach, du Scheiße. Hallo, Schwester, nicht schießen. Vielleicht stehen wir auch auf derselben Seite. Und du weißt es nur noch nicht. Ah, wo versteckst du dich? Ich versteck mich doch gar nicht. So, wieder... Neun... Hallo? Was war das? Ja, das macht mich jetzt alles ein bisschen nervös. So, einen Moment noch. Ach, hier war noch was. Mein Gestank, ich stinke nicht. Ich werde dich mein ganzes Leben lang lieben. Ach,
auch so ein Unding. Will losschießen, aber geht nicht. Muss jetzt mal nachladen, das Ganze. Hallo? Aber es gibt einen anderen Weg dorthin. Geh zum Medical Pavilion. Worauf wartest du? Los! Zum Medical Pavilion soll ich gehen? Oh, warte mal. Falls ich das hier lebendig Ich wollte nur ein bisschen Gesellschaft. Achso, Waffe ist leer. Waffe ist leer. Spiel ich den Richter, Arschloch! Der hält zu viel aus. Das ist ein Flammenwerfer. Nein! Doch! $87 habe ich. Schön. Das reicht für ein Haus. Super. Geht doch ganz gut voran, ne? So, was haben wir denn hier? Gar nichts. Sehr schön. Hoffentlich beruhigt sich hier gleich alles. Mal sehen. Okay, dann sind... Oh Gott, wir sitzen in der Falle. Ich versuche die Verriegelung von hier aus zu knacken. Ui, ist das dunkel jetzt hier. Ich gehe mal dahin, wo es heller ist. Also, mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB, CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dos Vidanje. Was immer dir lieber ist. Ich... Na, weißt du, ich arbeite für den Nachrichtendienst. Wusstest du das nicht? Oh nein. Jetzt wird's kriminell. Mache ich doch. So, benutzen zum Medical Pavilion. Sehr, sehr schön. Ziele immer auf den Kopf, so fügst du mehr Schaden zu. Natürlich. Das ist ja bei meisten Spielen so. Immer schön auf den Kopf zu zielen und Schaden, ordentlich Schaden zu verteilen. Warum auch nicht, ne? Klasse. So, da sind wir jetzt also im Medical Pavilion gleich angekommen. Speichervorgang läuft. Mal sehen, was uns im Medical Pavilion erwartet. Wieder so irgendwelche, so eine Lunatics, sage ich das mal einfach. Oder nenne ich sie? Oh. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang. Mach schon. Schönes Bild. Oh, gefällt mir. Gefällt mir. Oh, was haben wir denn hier? Verbandskasten. Mal einen Verbandskasten mitnehmen und ein bisschen Pistolenkugeln können auch nicht schaden. Und nochmal ein Verbandskasten. Ja, ging doch genau. Den hacken wir jetzt mal. Gehackte Sicherheitsboards sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Wir hacken das Ganze mal. Oha. Mal sehen, wie gut ich da noch bin. Hier geht's los. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Da bin ich doch mal gespannt. Ja, normalerweise bin ich ja immer gut gewesen da drin. Naja, das passt auch. Passiert auch nicht. Und was für ein Teilrohrstück. Das ist auch schlecht. Nein! Ich glaube, das war das Richtige. Zum Glück klappt das ja noch so einigermaßen. Fertig. Hacken erfolgreich. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Ist gar nicht mal so schwer in Erinnerung.
Aber naja. Geschafft ist geschafft. Muss man sehen. Was haben wir denn hier? G-Patron, Verbandskasten. Lauschen wir da mal rein. Ryan und Adam. Adam und Ryan. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber habt ihr irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Na, ja, das war doch schon immer so. Wir entscheiden, wie wir sein wollen und lassen uns nicht aufhalten. Ha. Gute Erkenntnis. Notfallzugangskontrolle. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Wenn du durch den Notzugang willst, brauchst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Na, vielleicht ein bisschen was von beiden, wer weiß. Okay, was ist das? Was haben wir hier? Oh, hören wir da mal rein. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß. Und so sehr an meinem Fall interessiert. Ach, Diane, du bist einem Quacksalber auf leider reingefallen. Wieso machst du denn sowas? Ich könnte dir das Blaue vom Himmel versprochen haben. Und trotzdem klappt das nicht. Okay. Ich gehe mal hier runter. Das ist ja herrlich. Halt. Habe ich hier was übersehen? Wüsste ich jetzt nicht. Hallo, der Pfeil ist ein bisschen arg gewöhnungsbedürftig. Ist zu. Da geht's glaube ich nicht lang. Pfeil, musste ich irren. Ah, warte mal, von da kommen wir. Ich habe das noch nicht abgecheckt. Da kommst du aber auch nicht durch. Was um alles in der Welt? Irgendwo muss doch hier... Es ist toll für dich. So. Was unhöflich, unnötig, unnötig. Hallo? Hey! Oh. Naja, ist ja auch egal. Dann ist das halt so. Hier haben wir die Tommy Gun. Maschinengewehr. Sensationell. Ich habe ein Verbandskasten zu viel mit eingenommen. Jetzt hast du schlafende Hunde geweckt. Da kommen sie. Mal sehen, ob sie immer noch. Geht aber ein bisschen schnell. Keine Ahnung, wo deine Puppe ist. Warum zögerst du das?
das nett? Ich fand's auch. Die war sehr, sehr vergnüglich. Au. Sag mal. Einfach mal von hinten. Das machen die einfach mal, ne? Von hinten. Da kennen sie kein Pardon. Gar nicht mal so nett. Das wird nicht funktionieren. Oh. Sag doch mal. Und das war's für dich erstmal. Deine Puppe, weiß ich nicht, wo sie ist. Willst du vielleicht gar nicht wissen. Na, die aktivieren nicht, aber dem Kameraden geht's nicht sehr gut. Ich nehme mir nochmal einen Verbandskasten mit. Scheiße, also, zwei schnelle Drücke. Beim ersten Mal reagiert das ein bisschen langsam, aber naja. Ja, gut, Leute, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt BioShock. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye. Euer SoulTrain574.